Heute geht es um diese billigen Dinger hier. Aktiviert die. Das ist ein Druckknopfkugelschreiber. So sieht er auseinandergebaut aus. Und viele von uns schreiben heute mit ihm, weil Füller früher echt weird waren. Kugelschreiberminen bestehen jetzt jedenfalls aus drei Teilen. Zum einen einem Tintenreservoir, welches aus einem Kunststoff- oder Metallröhrchen besteht, in welchem sich eine zähflüssige, konzentrierte Tintenpaste befindet. Zweitens der Schreibspitze, die meist aus Messing oder rostfreiem Stahl ist, welche sich am Ende des Röhrchens befindet und die Kugelführung enthält. Und zu guter Letzt eben der Schreibkugel, welche, um den Verschleiß gering zu halten, aus Wolframkarbid bestehen kann. Chemische Bezeichnung WC. Wow! Am oberen Ende ist das Tintenröhrchen üblicherweise offen oder zumindest mit einem luftdurchlässigen Verschluss ausgestattet, damit beim Verschreiben der Tinte kein Unterdruck entsteht. Das ist bei zähflüssiger Masse nämlich nicht so gut. Und um ein Eintrocknen der Tinte zu verhindern, schwimmt auf dieser eine Dichtungsmasse von gleicher Konsistenz, welche direkten Luftkontakt mit der Tinte vermeiden soll. Bei billigen Kulis kann das teilweise fehlen, weshalb diese auch gerne schneller austrocknen. Streicht jetzt jedenfalls der Kugelschreiber über das Papier, so dreht sich die Kugel und nimmt dabei über ihrer dem Vorratsbehälter zugewandten Seite Tinte auf und gibt sie auf der anderen Seite eben wieder ab. Und die Schicht, die dabei auf dem Papier aufgetragen wird, ist extrem dünn. Und dementsprechend ist die Frage, wie viel man eigentlich mit so einem Kugelschreiber schreibt, bevor er leer geht, definitiv berechtigt. Aber ich gehe mal davon aus, dass sich diese Frage noch nie irgendein Individuum gestellt hat, denn diese Dinger verliert man normalerweise, bevor sie leer gehen. Das ist Fakt! Aber Spaß beiseite, wenn man so ein DIN A4-Blatt vollschreibt, kommen einige Meter zustande. Man kann es halt nicht wirklich messen, außer man zeichnet eine wirklich lange Linie. Und ich rede da von einer Linie, die so lang und aufwendig ist, dass das überraschende Ergebnis am Ende des Videos einfach selbst für sich spricht. Schreibt auch gerne mal in die Kommentare, was ihr vermutet, wie lang die Linie sein wird. Mal schauen, wer richtig rät. Aber sagen wir mal so viel. Umrandet man ein DIN A4 Blatt Papier, erhalten wir eine Linie, welche 210 plus 210 plus 297 plus 297, also 1014 mm lang ist. Oder 1 Meter und 1 Zentimeter. Allein das ist schon länger, als ich vermutet hatte. Und jetzt stellt euch einfach mal vor, ihr würdet jedes einzelne Quadrat eines DIN A4 Blatt Papieres umranden. Wie lange wäre diese Linie? Das haben wir ganz einfach errechnet, indem wir uns nicht daran, sondern daran orientiert haben. So erhalten wir 41 mal 297 und 59 mal 210 mm. Das multiplizieren und addieren wir jetzt miteinander und dann erhalten wir ca. 24,5 Meter Linienlänge. Auch wenn der Weg dahin echt spannend war. Dadurch, dass die Linien bzw. das Auftragen der Linien das Papier an der Stelle auch zusammendrücken, sind ja eigentlich nur locker zusammenhaltende Fasern, ergibt sich hier diese Krümmung, die zu beobachten ist. Immer diese Billigkulis! Der Feuerzeugtrick sollte ja auch eigentlich funktionieren, weil so die Tinte die Möglichkeit hat, dünnflüssiger zu werden und eventuell feste Rückstände verbrennen können. Jetzt schreibt er gar nicht mehr. Es ist ein Mysterium. Und ich denke jetzt auch einfach mal, dass das einer vollgeschriebenen DIN A4-Seite ähnelt. Aber jetzt wollen wir mal einen Kuli leer machen und das erreichen wir sehr aufwendig, indem wir DIN A4-Blätter vollkritzeln. Und das hat auf diese Weise extrem lange gedauert, obwohl ich mir nicht mal Mühe gegeben habe, weshalb ich eine andere Idee hatte. Das muss schneller gehen. Gebt einen Daumen nach oben und teilt das Video, wenn ihr es feiert, dass YouTuber komische Ideen umsetzen. Willkommen bei Techtastisch. Hier wird Blödsinn im Namen der Wissenschaft gemacht. Es gibt, by the way, jetzt auch unter jedem Video die Möglichkeit, Techtastisch-Merch zu erwerben. Unter anderem auch von Gallium und Bühli. Ich habe jetzt jedenfalls, damit das Rechnen einfacher wird, den Abstand von 25 cm markiert. Und jetzt kann ich Linie für Linie für Linie zeichnen, die Linien zählen bzw. es schon während dem Zeichnen dokumentieren und so weiß ich, wie viel Meter Kulitinte ich auf einem Papier verkritzelt habe. Ich will auch nicht zu oft über das Papier malen, da ich Angst habe, dass ein Überschneiden der Linien
eine falsche Tintenabgabe zur Folge hat, weshalb ich auch mehrere dieser Blätter benutzen will. Aber da ich nicht zu viel in den Müll schmeißen muss, habe ich die natürlich beidseitig bedruckt. Und außerdem hat es sich auch ebenfalls noch angeboten, das nicht am Stück durchzuziehen. Nicht zwingend, weil ich faul bin, sondern eher, weil zwischen den einzelnen Kritzel-Sessions die dickflüssige Tinte die Möglichkeit hat, runterzurutschen. Kann ja sein, dass wir die viel zu schnell verschreiben. Warum habe ich es eigentlich als ADHSler für eine gute Idee gehalten, eine solch repetitive Arbeit selbst auszuüben? Uff. Das kann's doch noch nicht gewesen sein. Die Tinte sieht so aus, als wäre sie noch sehr weit oben, aber das können auch Reste sein, die vielleicht noch drin hängen. Ist ja recht dickflüssig. Gut, dass wir im Techtaste-Studio auch noch ultradünnen Draht rumliegen haben. Aha. Okay, ich wollte eigentlich sagen, hey, wir können wieder zeichnen, aber ihr seht, die Tinte hier war das letzte Stückchen, das rausgekommen ist und da dieses Testgekritzel und hier. Da dieser Kuli hier zwar noch unbenutzt war, aber eben schon länger in meiner Schublade lag, nehme ich mal an, dass das, was man oben sehen konnte, wirklich die oberste Schicht angetrocknet war. Hashtag Billigkuli. Und hier ist jetzt tatsächlich kaum noch was drin. Da habe ich wohl das erste Mal in meinem Leben einen Kugelschreiber totgeschrieben und es war interessant. Ich hätte nie gedacht, dass ich mich diese Aufgabe annehmen werde. Und nun schauen wir mal, wie viel wir verkritzelt haben. Im Normalfall 75 Meter pro Blatt. Also beide Seiten wurden bekritzelt mit jeweils 37,5 Metern Kugelschreiberlinie, was 150 Linien von 25 cm Länge sind. Und dann hätten wir dementsprechend 150 Meter, 300 Meter, 1, 2, 450. 525 und jetzt haben wir hier einmal 50 Meter, das war das zweite Blatt, also 575. Beim ersten Blatt hatten wir noch 35 Meter, also 610. Und mit den restlichen 67,5 Metern kommen wir auf 677,5 Meter. An sich ein bisschen weird, weil so ein Kugelschreiber eigentlich eine Linie von 2,5 Kilometer Länge ziehen sollte, aber ich hatte ja auch anfangs erwähnt, dass das hier ein absolutes Billigmodell ist, beziehungsweise war. So sind circa 670 Meter für das Erwartete relativ kurz, aber wenn man sich nie darüber Gedanken macht, ist es eigentlich echt weird, wie lange so ein Ding hält. Ich meine, mehr als eineinhalb Runden auf dem Sportplatz? Respekt! Hättet ihr gedacht, dass so viel Meter durch einen simplen, einfachen Kuli gezeichnet werden können? Und zwar das Billigmodell. Schau dir jetzt noch das Video von letzter Woche an, denn da haben wir ein paar Experimente mit Spiegeln gemacht und nicht nur diese einfache Frage des Spiegelverkehrten beantwortet. Und im unteren Video habe ich erklärt, warum man ein Blatt Papier 42 mal falten muss, um bis zum Mond zu kommen. Ja, witzig, dass es diese Zahl war.